Weiß, schwarz, grau. Zeitloses Design für den Innenbereich. Das war der Trend bisher. 2023 kommt Farbe auf die Küchenfronten. Zum Beispiel Schilfgrün oder Nachtblau. Und die Designs der Küchenfronten ziehen sich durch den Wohnraum durch. Auf diese Trends setzt das Trauner Familienunternehmen Hacker. Unter anderem haben wir zum Beispiel neue Griffleisten in der Farbe Gold, die ja auch sehr im Trend sind, und Steinplatten, die recycelt sind. Wir haben hier in der Ausstellung eine dunkelblaue Küche, ganz speziell in Kombination mit einer Arbeitsplatte in Holzoptik, die wirklich cool ausschaut. Die Küchengeräte sind vernetzt, erstellen Rezepte oder Einkaufslisten, zeigen den Stromverbrauch und denken quasi für uns mit. Der Küchenhersteller präsentiert den Vertriebspartnern die Neuheiten bei einer eigenen Hausmesse. Denn Hacker produziert noch genauer auf das Maß des Kunden. In 5 cm Schritten ist alles möglich, sowohl in der Küche als auch in den anderen Wohnräumen. Diese Holzküche kann genauso auch draußen stehen. Jedes Möbelstück des Unternehmens ist outdoor-tauglich. Wir sind nur immer an den Materialien gescheitert, sind aber dann im letzten Jahr auf ein Material gestoßen namens Akoya, beziehungsweise Akoya heißt der Baum und Ricoya heißt das verarbeitete Material. Und das ist ein sehr stabiles Material, also das heißt, es nimmt kein Wasser auf und nimmt natürlich auch, wenn es keine Feuchtigkeit aufnimmt, kann es nicht gefrieren und so weiter. Hacker gibt es seit 1930. Anna Richter ist die 4. Generation im Familienunternehmen. Die Produktion ist am Standort in Traun. Darum ist auch das Wunschmöbelstück in 9 Tagen fertig. Wir haben keine großen Lieferketten, wir beziehen nichts aus China. Unser weitester Lieferant ist in Vorarlberg. Wir sind Maßtischler und wir können nicht nur Küche, wir können natürlich auch Schlafzimmer oder Vorzimmer. Wir können alle Arten von Möbeln bei uns fertigen im Betrieb. Ich bin ein Hacker-Händler, ich habe mein Studio in St. Florian, also ist das Studio Wohnplan, und ich bin schon 25 Jahre treuer Hacker-Partner. Und das hier zeigt, weniger ist in der Küche mehr, ohne Griffe und puristischen Design.